Hallo, grüßt euch zu einem neuen Video hier aus der Reihe Biobike hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich grüße euch, mein Name ist Björn und ich freue mich, dass ihr da seid. Heute mal einen kleinen Bike-Check machen und schauen, wie so das Thema Biobike und Umbau, nachdem es geliefert wurde, dementsprechend alles von mir so ein bisschen angepasst wurde, auch zusammengebaut wurde. Aber ich sehe gerade, irgendwas fehlt noch. Ich glaube, da müssen wir mal kurz noch ein bisschen zaubern, aber schauen wir mal. Irgendwie nicht. Ach, dann nochmal. Klappt doch. Mit ein bisschen Gutwill haben wir sogar das passende Fahrrad da. Also, zum bisschen Hintergrund dieses Projekts. Ich wollte es einfach ein bisschen machen, um einfach das Thema als Zweitbike oder als kleines Einstiegsprojekt in diese Serie in Klein ein bisschen einzusteigen. Deswegen ist auch dieses hier geworden. Das ist das Giant Talon 3 Bike. Ist ein Budget-Bike, liegt so aus dem preislichen Segment um die 650 Euro, also eher ein günstigeres Bike, das war aber auch für das Projekt so beabsichtigt. Kleine Worte zur Transparenz vom Video, einige Teile am Bike wurden natürlich gesponsert durch Partner, klar, um das ganze Projekt. Dementsprechend habe ich aber auch die Teile ausgewählt, die ich dementsprechend auch für so ein Bike hätte haben wollen selber, keine Frage. Fangen wir doch einfach mal vorne an. Geliefert wurde es ja vom Prinzip fast so, wie es vor uns steht, also fast gleich. Es ist ein Hardtail-Bike. Für mich war es als Zweitbike ein völlig okay, weil als Fully, was ich eigentlich auch gern gefahren hätte, liegt gleich preislich in einer viel, 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 viel höheren Region als ist bei so einem Budget-Bike. Die Reifengröße ist für mich jetzt einfach ausgewählt worden. 27,5 Zoll, finde ich eine schöne Reifengröße, fahre ich immer eigentlich recht gern. 29er sind nicht ganz so meins. Die Rahmengröße ist in meinem Fall ist eine Rahmengröße M, weil ich in meine 1,80 Meter genau zwischen beide Größen, zwischen dem L und dem M liege, nehme ich im Regelfall lieber den kleineren Rahmen für meine Testbikes. Aber da müsst ihr selber entscheiden, wo ihr einfach hin möchtet, auch von dem ganzen Rahmengeometrie, wie groß seid ihr, wie ist die Aufteilung, Beine zu Oberkörper. Also da müsst ihr einfach schauen, wo ihr wirklich hin möchtet. Wenn ihr einfach eine Probe gefahren seid, dann wisst ihr auch, wo die Reise hingeht. Als Reifen war ursprünglich drauf in Maxxis Ardent Race in der Breite von 2,2 Zoll. Den habe ich jetzt ausgewechselt durch einen Nobby Nick in der Breite von 2,25 Zoll. Mir war einfach dieser Maxxis-Reifen, der drauf war, ein klein bisschen zu arg straßenlastig und ein klein bisschen so ein bisschen, ja, mir einfach nicht stollig genug. Deswegen ist bei mir jetzt der Nobby Nick geworden. Er war eh noch in der Garage, deswegen, das muss nicht sein, das kann sein. Das war jetzt einfach so passiert. Bremse am Bike ist so ein bisschen die Tektro. Die Bremse war vom Prinzip auch beim Bike komplett beim Kaufen mit dabei. Das ist die Tektro TDK 143, ist eine normale Zweikolbenbremse mit einer 180er Bremsscheibe vorne und einer 160er Bremsscheibe hinten. Ich muss eins sagen, ich fahre ja auf dem E-Bike eine MT5 Magura und ich muss sagen, als Budgetbremse, gerade die Tektro hier auf dem Bike, die bremst schon ganz ordentlich. Also mit der kann man auch noch ein ganz klein bisschen anfangen. Also für so ein Biobike, was ja auch nur so um die 12 bis 15 Kilo wiegt, erfüllt die ihren Zweck. Also mit der kann man dann doch eigentlich leben. Als Schaltung ist drauf, die auch bei der Lieferung drauf war. Das ist eine 2x9-fach Shimano Alivio. Völlig okay, tut ihren Zweck für so ein Biobike völlig okay. Klar, wenn man als Fahrer verwöhnt ist, eine 1x12-fach Schaltung zu fahren, ist ein Umgewöhnungsfaktor wieder dabei, den Fahrer Umwerfer zu bedienen. Aber ansonsten, die macht, was es soll. Und für so ein Budgetbike finde ich es völlig okay. Ein kleiner Punkt, den ich vom Prinzip für mich jetzt mir einfach gerne habe, was aber nicht sein muss, das ist die Sattelstütze verstellbar oder halt variabel einstellbar. Diese Variostützen von Budgetbike kann man darüber streiten, macht es Sinn, macht es keinen Sinn. Ich finde eine schöne Ergänzung dazu. Allerdings hier ist auch geworden die XLC ST T10, also eher eine Stütze aus dem Budgetbereich, liegt so um die 150 bis 200 Euro. Alle Produkte, die ich jetzt ein bisschen auch angebaut habe, unten gerade nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Das Montagevideo von der Sattelstütze einmal in der Videoliste oder in der Playlist unten in der Beschreibung, als auch quasi oben im Eck verlinkt, dann könnt ihr es euch einfach nochmal anschauen. Geht super einfach, super easy. Ich finde es einfach so als
gute Ergänzung, um einfach ein bisschen mal sportlicher fahren möchte, mal in den Trail rein möchte, Skills lernen möchte und den Sattel möchtend nach unten zu kriegen, finde ich es einfach ein Muss. Es muss nicht sein, kann man darüber streiten beim Thema Budgetbike. Als kleiner Fahrradcomputer oder Tacho, das war so ein bisschen ein Punkt zurück in die Kindheit. Da habe ich mir diesen Sigma BC 5.16 rausgesucht, ist ein Teil um die 10 bis 15 Euro, also genau für so eine Klasse von so einem Bike eigentlich ja auch gemacht. Würde ich auch definitiv immer wieder tun, macht einfach Spaß, er tut, was er soll, er zeigt die Geschwindigkeit und die Uhrzeit an, was mir für so ein Projekt völlig ausreicht. Aber auch gesagt, könnt ihr euch einfach unter der Beschreibung anschauen, ist wirklich okay. Was ich ein bisschen schade fand beim Lieferumfang und was ich ein bisschen mühsam fand oder auch vielleicht zum Verbessern, ein bisschen schwierig ist die ganze Geschichte. Es waren ja Pedale dabei und die habe ich dann gleich beim Montieren gewechselt auf so ein ganz paar popelige 15, 20 Euro Mountainbike Flat Pedals, weil die mir einfach von der Auflage viel zu schmal waren. Aus Umweltgründen sagen können, die Pedale haben wir gar mitliefern brauchen, sondern einfach sagen können, ich kaufe mir gleich dann die dazu, die ich einfach dann möchte. Das war so ein genereller Gedanke, aber mein Gott, so ist halt. Ich habe dann gewechselt auf ein paar ganz günstige Flat Pedals, weil ich ja auch im Prinzip immer sehr oft dann 510s oder auch Vans fahre und dafür sind die halt einfach richtig, richtig gut. Auch vom Grip her, es macht richtig Spaß. Als Schloss, klar, ich muss es ja dann auch noch irgendwo mal das Fahrrad mal anbinden vor dem Supermarkt oder vor dem Bäcker oder wie auch immer. Und da habe ich mir jetzt einen ganz einfachen Schloss von Fischer zugelegt. Es geht da am Schloss um irgendwas um 10, 15 Euro. Erfüllt seinen Zweck, muss man einfach sagen. Reicht da dafür völlig aus. Und ein Budgetbike finde ich es auch okay. Da ist ein Schloss von Abus, so ein Faltschloss für 70 oder 100 Euro, finde ich schwierig, da jetzt ranzumachen, um es eh hat, dann ist auch okay. Noch ein, zwei, drei Kommentare unter den letzten Videos, Thema Montage und sowas. Beim Tacho gab es zwei Kommentare und die fand ich beide cool, habe ich auch beide gleich umgesetzt. Der eine Kommentar war, mach doch diesen Riedkontakt, der unten am der Gabel dran ist, mit Kahlbindern fest, dem Gummiband hebt nicht so gescheit. Gute Idee, Löcher waren eh drin für die Kahlbinder, habe ich gleich gemacht und umgesetzt. Mega coole Idee, passt. Danke für diesen kleinen Tipp. Dann auch noch ein zweiter Tipp, Thema Kabel vom Fahrradtacho bis zum Gabel runterführen. Mach doch einfach einen Schlauch drum, dass das Ganze ein bisschen ordentlicher aussieht. So ein Spiralschlauch, auch gute Idee, auch schon umgesetzt. Also, ein bisschen ein paar Zahlen, ein paar Fakten. Was noch dazu kam an der ganzen Geschichte, war das Thema Licht. Das ist aber die Sache Zahlen, Fakten, macht das Sinn? Ich habe jetzt aus vorigen Projekten auf dem Kanal eine Busch- und Müller-Lampe übrig gehabt. Das ist die Ixon Space. Da verlinke ich euch gerade mal auch nochmal oben und etwas unten in der Beschreibung die Videos im Test dazu. Eine super coole Lampe. Ich denke für ein Budgetbike eher eine Nummer overdressed, aber ich habe sie halt gehabt. Deswegen ist sie halt einfach dran. Rücklicht ist eins aus dem wirklichen günstigen Bereich, liegt so irgendwas um 10 Euro. Beide Lampen sind per USB aufladbar, also Micro-USB aufladbar. Muss halt aufladen, darf es halt nicht vergessen. Das ist halt die Problematik dahinter. Das ist auch ein bisschen schwierig beim E-Bike, viel schöner. Ich habe dann damit meinen immer Strom vom Bordnetz. Dann so Zahlen und Fakten abschließend. Warum diese Geschichte und was kann man tun? Also ihr könnt dieses Bike, das Schachtel kommt, einfach auspacken, fahren und loslegen. Ihr braucht nicht hier zig unterschiedliche Sachen einbauen. Gar keine Frage. Sattelstütze kann man tun, muss man nicht tun. Sattel kriegt man auch günstiger. Also das ist halt immer die Überlegung, wo möchte ich wirklich mit so einem Bike dann dementsprechend hin. Für mich waren jetzt zwei Faktoren. Ein wichtiges Thema Sattelstütze und Sattel, weil Sattel habe ich sogar ein Problem mit, dass ich halt vernünftig längere Zeit auch gescheit drauf fahren kann. Deswegen ist SQLab als Sattel mit Sicherheit jetzt nicht die günstigste Lösung. Für so ein Bike mit Sicherheit übertrieben. Wenn er aber eh da ist, kann man ja recyceln. Aber da gäbe es auch noch ein paar günstigere Lösungen. Bike mit seinen 56 Euro, ein cooles Bike, kann man fahren, wie es einfach kommt, da muss ich gar nicht viel tun. Die Pedale, okay, ja, ist halt so. Wenn ich ein bisschen mehr möchte, dann lege ich halt nochmal 200 Euro drauf und baue mir ein kleines Luxus an, wie eine Sattelstütze, eine Variostütze und vielleicht ein bisschen besseren Sattel. Das sind, denke ich, als Themen gar nicht so unwichtig, aber das muss nicht sein. Und dann noch das Thema unter in den Kommentaren schon oft drunter. Ja, man kauft heute ein Gravelbike und kein Mountainbike Hardtail mehr. Ich wollte es einfach so haben. Ich habe mir so einen Kanal, dieses Projekt einfach für uns alle und für euch auch ausgedacht, das Ganze so ein bisschen mal durchzuziehen. Soll eine kleine Idee sein. Wenn einer lieber ein Gravelbike sich holen möchte oder ein Rennrad holen möchte, völlig okay, gar keine Frage. Hier ist einfach das geworden hier und deswegen ist es einfach so.
wird sich auch an dem Projekt nichts ändern. Die Projekte haben ja auch eine kleine Geschichte auf dem Kanal, auch eine gewisse Planung im Vorlauf. Aus der ganzen Sache wird ja irgendwie immer eine ganze Säge raus entstehen. Was wir tun, das Bike zu holen? Ja, kann ich euch empfehlen. Holt es euch. Es ist ein ganz normales, cooles Zweitbike aus dem Budgetbereich. Es macht seinen Zweck. Es fährt cool. Als Biobike wirklich eine coole Ergänzung zum klassischen E-Bike oder zum Einstieg in diesen Mountainbikesport. Echt cool. Soweit ein kleiner Überblick. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt gerade mal in die Kommentare unten rein, was ihr noch da für Sachen wissen möchtet zu diesem Projekt, warum das und überhaupt. Dann ist alles gut, da können wir drüber noch reden. Ich mache da gerne noch viele, viele Videos für euch aus diesem Projekt raus. Also, bis dann. Ich freue mich drauf. Ciao.